Und willkommen zurück bei Let's Play Bioshock. Ich stelle mich gerade nicht so wirklich gut an. Bin auch schon wieder fast tot. Ich hätte noch speichern können in der Zwischenzeit. So. Bitte diese kurze Verzögerung zu entschuldigen. So. Also ich lasse die Little Sister jetzt erstmal links liegen. Ist mir zu hart. Gehen wir einfach mal weiter. Ah, Verbandskasten. Und noch ein Verbandskasten. Das ist wunderbar. Wer bist du denn? Okay. Ach ja, diese... Ach hier, guck, da ist das Fließband irgendwie. Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Den wollte ich eigentlich nicht mehr da oben hin pfeffern. Mist. Okay, an den komme ich jetzt. Doch, tatsächlich. Ich werfe hier mit Leichen durch die Gegend. Die ist ja widerlich. Ah, Explosivschrot. Es hat sich gelohnt. Ja, oder auch nicht. Verbandskasten. Nein, wollte ich nicht. Egal. So, ich habe jetzt wieder ein paar Verbandskästen. Benutze ich direkt mal einen sicherheitshalber. Jetzt mal eben gucken. Nehmen wir einfach mal die Pistole. So, was ist hier? Da ist nur die Vita-Chamber, sonst ist da nichts, ne? Ja. Ah, grundsätzlich wird gehackt hier. So und so. Und so und so. Und so und fertig. So. Mal weiter. Anklopfen. Guten Tag. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Ach so, warte. Ah. Hä, wieso funktioniert das denn nicht mit dem Eis? Verstehe ich nicht. Ich glaube, der gut, nämlich gar nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Förderband, Förderband, hier ist kein Förderband.
Und denk daran, mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ach du Scheiße, was soll ich denn damit? Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. So. Okay. Blinkt da sonst noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Jo. Mal checken, wo ich hin muss. Ach du Schande, Ziel. Dahin, dahin. Ja, weiter Weg. Das ist doch voll Bombe. Granatwerfer. Explosivschrot. Lala. Was nehmen wir denn dafür mal? Diese andere Stelle möchte ich meinen. Selbst im tiefsten Meer ist der Herr alles. Geht nicht! Wir haben uns von dir abgewandt. Zu sprechen. Undankbares Dreck. Ich bin ganz klar der Beste. Was soll's? Wow, 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 nicht auf mich. Bauch. Na dann. Dann ist ja gut. Oh ja, Money kann ich gebrauchen. Ist hier einer? Ich hab doch noch Geld, Geld, Geld. Money, Money, Money. Da liegt noch was. Was liegt denn da? Wie komme ich hier rein? Gar nicht, okay. So. Ja, ich bin gerade ein bisschen ratlos und planlos. Wo ist schon wieder so eine Kamera? Wo? Da muss ich lang. Wo bin ich denn jetzt hier? Aber rechts war ich noch nicht. Ich möchte es rechts lang. Obwohl rechts war ich. Hä? Doch, da war ich wohl. Ih, nee. So, ich habe irgendwie das Gefühl, das mit dem Eis ist scheiße. Ich möchte bitte wieder was anderes haben. Ich hätte gern bitte wieder den Electro-Bolt. Yes! Da habe ich einfach nichts mehr. Okay. Ach du
Schande. Huch! Meine Güte. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ich hab das Gefühl, ich kann mich hier ewig aufhalten. Ah, wo schießt du denn hin, ey? Meine Fresse. So. Von da bin ich gekommen. Das Little Sisters Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in Schwingung. Aha! Hier geblieben. So. Was gibt's noch? Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! So, kann dann da liegen bleiben. Liegt aber noch was. Hm, da kann man herlaufen. Oh, 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 ich ahne was. Da ist die Kamera, okay. Das war knapp. Fast hätte sie die schon wieder Alarm ausgelöst. Ah, guck, hätte ich mir das auch sparen können. Ja. So, scheiße, 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 da. Das ist gut, das ist langsamer. So, dann hier und dann da. Gut, okay, dann weiß ich, wo wir lang müssen. So, 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 so. Ich will nur noch Eier, genau. Nein, nicht den, sondern den. Jawohl. So. Der hilft uns jetzt ein bisschen. Okay, hier will ich nicht hin. Hier auch nicht. Aber ich muss da raus scheinbar. Gibt hier, glaube ich, keinen anderen Weg. Halte gedrückt, um einen Hinweis zu haben, wenn du irgendwo feststeckst. Ja, das weiß ich doch, aber ich will mich doch einfach nur umgucken. Okay, ich komme hier scheinbar nirgendwo anders mehr lang. Dann gehen wir halt hier so wieder raus. Kommt das doofe Ding mir jetzt hinterher? Ja, sehr gut. Ich habe $40! Vier von neun. Ja, ich nehme auf jeden Fall einen Verbandskasten noch mit. Und dann spare ich mir den Rest. Gut, ich muss jetzt... Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen! Hier ist die Tür jetzt auf. Aha. Hier auch? Nein. Ja, genau, Drecksack. Oh.
Madre de Dio. Puh. Ich weiß nicht, wie man hier rankommt. Ja, so nicht. Ah, jetzt geht's. Nein! Du kannst nicht mehr Schrot tragen. Nimmst du doch den Schrot dann so lange. Wandskastivspritze. Zumindest hänge ich jetzt nicht ganz auf dem Trockenen. Komme ich jetzt auch hier dran? Ich glaube nicht, oder? Nee. Das ist doof. Wieso komme ich denn bei dem einen dran? Bei dem anderen nicht? Nee. Weg da. Was ist denn hier lang, Digga? Ich nehme mir schon wieder viel zu lange auf. Egal, ein bisschen können wir noch. Ah, Hakor. Ja, können wir hin. So, das war's dann auch schon. Orientierungslos. So. Wo muss ich denn hin? Ist ja ganz verwirrend hier, das Treppenhaus. Hier ist nichts. Oder? Ist das Chips? Nom. Na, Chipse. So, dann mache ich jetzt hier aber einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt nicht so ereignisreich, aber es muss es halt auch mal geben. Ich erkunde halt sehr viel und gucke immer und sterbe auch ab und zu ganz gerne. Ja, hinterlasst mir doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat oder was ich besser machen könnte. Tipps, Tricks, konstruktive Kritik gern gesehen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bioshock. Bis dann. Tschüss.